Rund 2 Jahre lang wurden die Nerven sämtlicher Autofahrer und die der Bevölkerung im Zuge der Großbaustelle auf der B116 strapaziert. Der 8. Oktober 2012 wird einigen mit Sicherheit im Gedächtnis bleiben, wurde doch die Verkehrsfreigabe der Hochbahnbruck der B116 vorgenommen. Der Bürgermeister der Stadtgemeinde Bruck ist stolz und für die Bevölkerung heißt es ab sofort freie Fahrt. Also es ist ein wunderbares Gefühl. Es hat wirklich Schwierigkeiten gegeben, aber Gott sei Dank keine 2 Jahre. Es waren die letzten Wochen eigentlich sehr schwierig, als es an die Fertigstellung gegangen ist. Natürlich, da wurden Straßenstücke gesperrt, da hat man Umleitungen noch mehr fahren müssen und da sind schon zum Teil die Nerven blank gelegen. Trotzdem, wenn man sieht, was daraus geworden ist, und ich bin keiner, der einer Straße, einer Infrastruktureinrichtung nachjubelt, aber es ist die Wirtschaftsachse der Stadt Bruck. Die wichtigsten Betriebe an dieser Straße in der Stadt Bruck sind hier beheimatet. 25.000 Fahrzeuge in 24 Stunden bewegen sich auf dieser B116 und es war höchst notwendig, nicht nur für die Verkehrsteilnehmer, für die Wirtschaft, sondern auch für die Situation insgesamt. Wir sind hier in der Obersteiermark in einer Situation, wo wir diese Infrastruktur brauchen. Wir wollen hier dementsprechendes schaffen, wir wollen der Jugend etwas bieten und da gehört natürlich ein funktionierendes Straßennetz dazu. Eine unfallfreie Großbaustelle, bei der rund 46.000 Tonnen Asphalt verarbeitet wurden, zeigt, welches Ausmaß dieser Umbau für die ausführenden Firmen darstellte. Ja, die Herausforderung war das Einhängen vor Ort, also das Einbringen der Brücke. Und die große Herausforderung ist auch die statische Wirkung dieser Brücke, ob die wirklich so hält, wie sie gebaut wird. Denn das Abhängen dieser Brücke in diesem Bogen ist einmalig und erstmalig. Ein völlig neuer Blick auf die Handelsstadt Bruck erschließt sich jetzt, alleine wenn man von Süden zum Beispiel aus Graz kommt. Die Verhandlungen seitens des Landes mit der Stadt Bruck gestalteten sich kurz, aber hart. Im Endeffekt hat es sich aber gelohnt. Ich glaube, harte Verhandlungen sind in dieser Zeit, wo das Geld nicht so sozusagen herumliegt, notwendig. Gerade bei so einem großen Projekt, wo viele Beteiligte sind. Aber wie Sie heute auch gehört haben, es ist alles gut ausgegangen. Ich glaube, die Planungen haben sich auch leicht gestaltet, weil man ein tolles Team hinter sich hatte. Mein Team ist hervorragend, wobei ich sagen muss, eine Planung durchzuführen mitten durch eine Stadt ist schon eine große Herausforderung. Als Zentrum der Wirtschaft bezeichnete Landesrat Gerhard Kurzmann unter anderem auch Bruck an der Mur. Der Wirtschaftsstandort Steiermark muss weiter forciert werden, deshalb ist dieses Großprojekt ein Meilenstein und soll auch der Jugend wieder Perspektiven für die Zukunft ermöglichen, gerade in Zeiten der Abwanderung in die Großstädte. Also Verkehrsinfrastrukturen und vor allem Straßenverbindungen sind ein wesentlicher Teil unseres heutigen Lebens, des modernen Lebens, ist nicht wegzudenken und wir können im Bereich der Infrastrukturen, also des Straßenausbaus, aber auch der modernen Verkehrsverbindungen auf der Schiene, nicht zu alten Standards zurückkehren. Ich bin überzeugt, wenn der obersteirische Raum sich weiter gut entwickeln soll, dann muss die gesamte Landesregierung, dann muss das ganze Land hinter solchen Projekten stehen. Kernstück der Verkehrsfreigabe auf der B116 ist mit Sicherheit die Brücke, für die noch nach einem Namen gesucht wird. Hier wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. In einem demnächst erscheinenden Sonderamtsblatt der Brucker Gemeinde wird es einen Coupon zur Stimmenabgabe geben. Bei den Vorschlägen der Prominenz war man sich noch nicht ganz so einig. Da würde ich mich jetzt nicht vorwagen. Da habe ich schon so viele Zurufe heute, aber allerdings ganz leise und hinter vorgehaltener Hand gehört. Es sind interessante Namen dabei. Ich bin schon selbst sehr gespannt, was rauskommt. Nachdem das eigentlich die Form einer Parabel ist, würde ich meinen, die Parabelbrücke wäre auch eine Idee. Vielleicht kurze Frage mal in die Herrenrunde hier. Es wurde bereits gerätselt. Hinter uns sieht man die neue Brücke. Jetzt wird ein Name für diese Brücke gesucht. Gibt es hier Vorschläge? Naja, für mich ist das schon etwas schwierig, einen Vorschlag zu machen, weil ich die ganze Zeit dabei war. Wie das ist wurscht. Sehen Sie sich als Teil der Bevölkerung? Ja. Dann würde ich jetzt gerne einen Namen haben für die Brücke. Ja, das ist Urdomblick. Nachdem wir ja zu den Errichtern gehören, würden mir sagen, oder meine Wenigkeit, das Tor zu Bruck gefällt mir sehr gut. Ja, das wurde heute schon erwähnt von uns Ausführenden und ich bleibe auch dabei.
Nachdem Sie meine Vorredner da schon festgelegt haben und wir das errichtet haben und ich ja Pensionist bin, würde ich sagen, das Tor zur Brücke.